neben Seesicht. Also. So macht das Arbeiten schon Freude. Hier noch den Fundlader abhängen, weil der, das Tor brauchen wir nachher heute Nachmittag zum Mobilen führen. Gestern war ich noch in Niederwil, am Fan-Treff. Das war interessant. Ich hatte richtig viele Traktoren. Kannst du mal hier ein Video einblenden? Aber ich muss sagen, ich bin jetzt froh, kann ich hier wieder durch den Gell fahren. Nein, also ich finde den Fan schon auch gut. Aber klar, ich bin hier mit John Deere zuhause aufgewachsen. Ich habe einfach nur gute Erfahrungen mit John Deere. Darum ist John Deere schon ein bisschen mein Favoriten, muss ich sagen. Und ich tue auch gern den Fan-Fans gegenüber den Fans schlecht reden. Auch wenn ich es nicht immer so schlimm meine. Aber ich habe es gestern schon einem Kollegen gesagt, wir haben es schon diskutiert. Grün und gelbe Felgen sieht halt einfach so viel besser aus als rote Felgen, gell? So, noch schnell das Zugmul montieren. Und dann ist der auch schon parat. Am heute Nachmittag oder am Vormittag noch das Kühlefass holen. Der ist vom Nachbar, also wir teilen es. Da können wir heute Nachmittag die Kühle führen. Dann hier haben wir die Heuballen aufgestellt. Die sind hier noch ein bisschen am trocknen. Bei denen ist es auch so, man muss schauen, dass die nicht anfangen zu gären, dass die nicht zu heiß sind. Und um das zu kontrollieren, haben wir hier so Stäbli drin. Und die Kontrolle ist eigentlich so: ziehst du raus, dann langst du an. Und wenn er so heiß ist, dass du ihn nicht mehr anlangen kannst, ja, dann ist es nicht gut, dann ist sie zu heiß. Dann ist es auch gefährlich. Aber der ist jetzt leicht lauwarm, darum ist es gut so. Das ist halt auch, wenn sie noch nicht ganz trocken waren beim Reintun, dann ist die Gefahr, dass die nachher anfangen zu gären, wie bei einer Siloballe. Das ist ja dann auch der Prozess und dann bei einer Heuballe ist das eigentlich nicht gut. Das sollte sie eigentlich nicht. Darum ist das Ziel, dass man auch möglichst auf dem Feld die schön trocknet. Und dann sollte auch kein Problem sein. Aber die sind gut soweit, also die sind jetzt auch nicht zu heiß. Das passt. So, dann schauen wir mal wieder bei denen vorbei. Wie es die so haben. Es sind ja nur noch ein Drittel der Tiere da. Die anderen sind ja auf der Alp. Jetzt im Nachhinein ist mir eingefallen, dass ich eigentlich noch ein Video hätte von der Alp, wie es dort oben aussieht mit den Bergen im Hintergrund und wie gerade der Heli am Auflügen ist. Das blende ich jetzt schnell ein. Die hat letztens ein bisschen gehunken. Die hat etwas am Klauen gehabt. Gell? Aber ich glaube, jetzt läuft sie wieder ein bisschen besser. Wenn sie gut fressen, ist auch immer ein gutes Zeichen. Und dann ist es sicher jetzt auch wieder wohler, wenn es nicht mehr so heiß ist wie letzte Woche. Letzte Woche, wo da 30 Grad war oder noch mehr, haben sie es auch nicht so gern gehabt. Und dann auf der Alp, hat man gehört, geht es auch nicht so schlecht. Einmal sicher den Tieren nicht. Aber was nicht so gut ist, dort hat es auch sehr viel geregnet und schlechtes Wetter in letzter Zeit. Und dann ist ihnen
den Weg auf die Alpbuhe abgeschwemmt, haben sie geschrieben. Und jetzt können sie nicht mehr rauffahren. Und jetzt müssen sie wirklich jedes Mal, wenn sie raufgehen, müssen sie mit dem Helikopter gehen. Und das ist ein sehr Nachteil, weil da kostet jedes Mal mega viel. Aber wir sind froh, dass es wenigstens allen Leuten hier oben gut geht und den Tieren auch. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Die sehen hier auch gut aus, sie sehen zufrieden aus. Wie sie aussehen, gehen sie jetzt hier gerade raus. Das ist ja optimales Wetter. Muni Muchel. Sali du. Ja. Der bleibt glaube ich auch nicht mehr allzu lange da. Wir den ja saisonal abkalben und dann haben wir für eine gewisse Zeit den Muni. Und der ist jetzt schon wieder da. Und der geht jetzt wieder. Oh ja gut, und die anderen kommen wahrscheinlich auch schon gleich. Im September kommen sie glaube ich wieder. Oder Oktober? Nein, September. Je nachdem, wie viel Futter sie noch oben haben auf der Alp, dann bekommen sie bald schon wieder ihre Kameraden. Viel Spaß auf der Weide. Ich tue jetzt noch schnell ein bisschen mischen. Als nächstes mache ich hier eine Käseanlage, den Uchut hier mit dem Freischneider runterhauen, weil der ist schon viel zu gross. Wir werden diese Woche wahrscheinlich noch den Streifen unter den Bäumen noch spritzen mit Pflanzenschutzmitteln, also mit Herbizid. Und dann für Seb ist eigentlich der schon viel zu gross, also der wird nicht wirken, darum muss ich jetzt auch mit dem Freischneider abhauen. Da hat es hier ein paar Reihen, wo es einfach viel zu gross geworden ist, halt hier bei diesen kleinen Bäumen und hat richtig viel Licht runter. Darum ist der Uchut hier auch richtig gut gewachsen. Ich meine, hier hat es schon auch ein bisschen, aber viel weniger hoch. Und dann mag es ihn wahrscheinlich auch mit dem Pflanzenschutzmittel dann bekämpfen. Auch der Großvater ist hier noch am Mulchen. Hier die Zwischenwege. Weil das Gras auch schon ziemlich hoch ist in der Reihe. Dann macht er da schön sauber. Ich bin jetzt hier mit dem Güllefass unterwegs. Das ist der, wo wir zusammen mit dem Nachbar haben. Der Nachbar hat auch Biogasanlage. Und die können auch verschlauchen. Und hier die Wiesen, die nachgelegen sind nach dem Hof, haben sie heute Morgen verschlucht. Und wir haben noch ein Stück, das etwas weiter weg ist. Und deshalb tue ich jetzt hier mit dem Güllefass Gülle. Und Gülle haben wir auch vom Nachbarn. Weil es ist so, wir unsere Kuh Gülle und auch unseren Kuhlemist transportieren durch die Biogasanlage. Und dann können wir nachher Biogasgülle brauchen, um die Wiese auszugehen. Also sie können eigentlich unsere Gülle dann brauchen, um Biogas zu machen und wir brauchen ihre Gülle nachher, Biogasgülle nachher als Dünger.
dass es schon wieder gehörig trocken ist. Da stülpt es gerade rechts hinten dran. Der Maya. Ökoflächen. Ja, mit wunderschöner Aussicht auf den See. Und das erste Mal Ökoflächen Maya darf man ja in der Schweiz am 15. Juni. Und nachher bis zum zweiten Mal muss man 6 Wochen warten. Und das war jetzt schon die 6 Wochen. Beziehungsweise es geht darum, das beim ersten Mal, hier da gesehen, das ist ja noch recht altes Gras. Da ist die 10%, die man von der Fläche haben müssen, stehen bleiben. Hier weiter unten ist es viel grüner. Und es ist noch ein bisschen älteres Futter. Das älteres. Das ist eben gemäht worden am 15. Juni, so meine ich. Beziehungsweise dann, wenn wir gemäht haben. Das waren ja, glaube ich, ein paar Tage später. Hier sieht man den Unterschied. Da haben wir jetzt ja noch nie gemäht. Und da eben schon. Weil man eben 10% stehen lassen muss. Und jetzt ist es so, da darf man jetzt nach den 6 Wochen alles abmähen. Und dafür muss man irgendwo da nochmal 10% wieder stehen lassen. Das ist eigentlich, wir, die Tiere sind jetzt, haben jetzt können sich da, oder die Tiere, halt all die Insekten und die Arten, die es dann auch immer da drin hat, die haben sich können da wieder verkeuchen. Und dann können sie nachher in die nächsten 10% können sie dort wieder reingehen. So schaut man eigentlich, dass man immer ein bisschen etwas stehen lässt, dass die sich dort wieder verkeuchen können. Und hier haben wir noch ein paar Nussbäume. Hier unten noch Quittenbäume. Genau. Darf ich auch mal mit dem Carraro mähen, sonst bin ich immer mit dem John Deere mähen. Der Grossvater mit dem Carraro ist, aber jetzt haben wir heute mal gewechselt. Weil hier die Ökoflächen hat zum Teil auch ein bisschen steile Stück. Und die habe ich jetzt hier können. Aber das ist noch gäbig mit dem. Der ist halt schön wendig mit Knicklenkung. Und bis jetzt läuft es ziemlich gut. Hoffen wir, bleibt es so. Das Wetter ist auch mit. Wunderbar. Schön blauer Himmel da. Und eben Seesicht also. So macht das Arbeiten schon Freude. Da ist auch gewürgt worden. Werkzeug, Mahlwerk. Der hat Problem gehabt hier, der Grossvater. Und zwar, da hatte ich letztes Mal schon im Mai gehabt. Am Ende hat es mal gestoppt, das Mahlwerk. Dann hat die Triebkupplung, also da bei den Zapfeln ist so ein Schutztisch, eine Reibkupplung, die tut eigentlich, wenn es streng geht oder so, tut sie wie einander reiben und dann tut sie so eigentlich schützen, dass nicht irgendwie etwas kaputt geht. Das ist wie so ein Schutz halt. Und die hat man letztes Mal schon 2-3 Mal eigentlich zu früh, wenn eigentlich nicht viel Futter gehabt, eingesetzt. Ich bin einfach langsamer gefahren und habe noch ein bisschen mehr durchgegeben und dann ist es eigentlich gegangen. Aber jetzt scheinbar ist es wieder passiert. Hat sie halt, also dann stellt einfach das Mahlwerk ab und mäht es nicht mehr. Mal wieder neu einstellen. Und jetzt hat der Grossvater da geschaut, mal aufgemacht hier. Da war eben hier der Schutz vorne dran. Und jetzt hat er gesehen, dass da innen, ich weiß nicht, ob man es sieht, auf der Kamera da jetzt wie links und rechts so 2 helle Scheiben. Das sind die, die dann aneinander pressen, wo es dann die Reibung
erzeugt wird. Und ich kann es mal zeigen. Da war die alt. Die ist nicht mehr so viel wert. Die war auf der linken Seite und rechts hat es nochmal eine gehabt und die war nämlich gar nicht mehr. Und da war das Problem, dass sie dann immer gerade eingeschaltet hat oder ausgelöst worden ist. Und dann hat jetzt der Grossvater heute Morgen da geflickt, während ich am Mähen war. Er ist da sehr begabt beim Mähen. Dann hat er die schnell auseinandergenommen und dann ist er zum Mäh gegangen, zwei neue Scheiben geholt. Hat die jetzt gerade wieder montiert und jetzt soll es eigentlich wieder gehen. Aber das ist immer noch eindrücklich, wie gut er da rauskommt und wie er das immer noch machen kann. Das ist schon viel wert. Weil ich bin da so mechanisch, bin jetzt nicht wahnsinnig begabt, kann ich ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen zu wenig Interesse auch dafür. Ich muss einfach laufen und wenn es nicht läuft, dann finde ich, ist für das nicht mich da. Aber das ist natürlich sehr viel wert, wenn da jemand wie der Grossvater da noch selber flicken kann. Und das ist super, jetzt kann er dann heute Nachmittag weitermachen. Ich bin noch mit der Pflanzenschutzmittelspritze unterwegs. Ich bin am Herbizid spritzen. Mit diesem Spritzmittelbälkchen. Da kommt da vorne so ein Strahl raus. Mit Pflanzenschutzmittel. Mit dem wollen wir das Unkraut bekämpfen, das unter den Baumreihen wächst. Da. Wir haben keine Maschine, um das mechanisch zu bekämpfen. Hier, das Gras, das hier im Weg wächst, da können wir mulchen. Da haben wir letzte Woche gemulchen, der Grossvater. Ah nein, stimmt gar nicht. Das war diese Woche. Das war Anfangswoche. Und eben unter der Reihe, wo man nicht ankommt, tun wir hier mit dem Bälkchen machen. Denn hier, das habe ich gestern noch gemacht. Da ist hier so braun, weil da bin ich mit den Kreislecken durch. Hier auch. Das ist, weil der Frühling ist ja so nass, oder der Sommer ist so nass gewesen bei der Ernte. Und wir mussten gleich durchfahren und dann hat es richtige Spuren drin gegeben. Und um die etwas auszuebnen, habe ich jetzt hier mit den Kreislecken einmal durchgefahren. Da war es besser gewesen, da hat es nicht nötig gehabt. Und so ist dann nachher wieder ebener zum Fahren. Hier, um die zu bedienen, habe ich einfach hier ein Handy, das ich aufmachen kann. Und dann kann ich es nachher dort rausspritzen. Mit wunderbarer Aussicht. Schön auf den See. Gestern hat es übrigens noch recht reingeregnet. Hat es heute noch ein bisschen verschifft. Aber ich bin jetzt vorher schauen, jetzt ist es schon nicht mehr so schlimm. Also es hat schon wieder recht abgetrocknet jetzt in der Sonne. Heute Morgen hat es auch noch ein bisschen geluftet, da ist sicher auch nicht schlecht gewesen. Darum bin ich auch zuversichtlich, dass da gleich noch schön trocken wird. Und wenn schon, ist ja nur ein Ökoheu. Das ist nicht so schlimm, wenn das nicht so hochwertig ist. Ist es ja an sich auch schon nicht. Wenn es ja eher schon alte Ware ist. Aber jetzt machen wir noch das Beste draus. Und geniessen ein bisschen die Seesicht. Es ist Freitagabend, schon etwas später, jetzt ist es glaube ich schon 8 Uhr. Ich gehe jetzt noch meddeln. Also, da ist Wader dabei. Heute Nachmittag bin ich noch nicht rum, ich habe noch einen Videoauftrag gehabt. Darum gehe ich jetzt erst etwas später. Aber morgen nach dem Mittag kommt doch die Presse. Und jetzt ist der Plan, dass wir da, also dass ich die Stücke, die noch nicht gemeldet sind, ein Teil hat der Papi jetzt schon heute Nachmittag gemacht, als ich nicht rum war. Und ist der Plan, dass man die jetzt einmal meldet. Und dass man den morgen einfach vor Mittag, bevor ich die Presse noch mal schnell einmal umkehren. So, dass eigentlich der Schwad noch ein bisschen trocknet. Und dann
ist da sicher genug trocken, bis er pressen kommt. Hier super schöne Abendstimmung. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt richtig, um noch etwas zu machen. Dann hier ist noch etwas speziell. Da ist noch ein Naturschutzgebiet. Hier sieht man auch noch einen Weiher. Da ist noch ein Passo-Weiher. Auf dieser Seite hier hinten auch. Da ist auch rechts altes Futter. Also da sieht man da, wo noch stehen bleibt. Da ist also nichts, wo man jetzt die Kühe kann verfüttern kann. Da haben der Papi und ich heute Nachmittag einen grossen Teil auch gerechnet, weil man nicht überall dazu herkommt. Das war eigentlich wirklich mehr Pflegearbeit. Da tun wir dann auch abführen. Also da dürfen wir nicht pressen, weil wir da nicht essen können. Und es kann noch ein bisschen Handarbeit geben. Also wir sind auch recht lange am Becher und mit dem Freischneider noch etwas ausmähen. Aber da gibt es halt auch so Arbeiten in der Landwirtschaft, die einfach Pflegearbeiten sind, die dann halt Handarbeiten sind und wo Zeit brauchen. Aber ich muss sagen, ich mache das irgendwie auch noch gerne so abwechselnd. Schon Traktorfahren ist schon immer cool, aber auch wenn man so ein bisschen Handarbeit macht, ist es noch irgendwie so ein bisschen, wenn man ein bisschen mehr erreicht. Und hier ist jetzt richtig schön mit der Abendstimmung. Bin ich jetzt fertig. Ist alles parat. Jetzt kommt er dann später pressen. Hier kann ich leider nicht filmen. Ich habe nachher noch ein Fußballmatch. Darum bin ich nachher nicht rum. Und da ist jetzt auch schon mit dem Flug. Alle Heimführer kommt dann erst am Montag. Also dann machen wir erst am Montag. Am Wochenende hat man noch schön. Und eben heute habe ich jetzt keine Zeit. Mein Vater geht noch ein bisschen bergen. Und eben weil das Wetter schön bleibt, können wir auch gut erst am Montag machen. Darum beende ich jetzt das Video. Ich bedanke mich für eure Zuschauen. Ich würde gerne den Kanal abonnieren. Dann hoffentlich bis nächste Woche.